Was hältst du von Kryptowährung mit Smart Contracts, Farming, genau, um da gegebenenfalls Rendite zu erzielen, wo Kryptowährung eingefroren wird? Hast du vielleicht ein konkreteres Beispiel? Also, weil sonst antworte ich jetzt was und weiß nicht genau, ob es deine Antwort. Na, diesbezüglich, es gibt ja Kryptowährungen, wo man halt sein Geld einfrieren lassen kann, wo bestimmte Kryptowährungen damit arbeiten können mit dem Geld, um Neues produzieren und dadurch halt gegebenenfalls einen Cashflow zu. Okay, also arbeiten. Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte, wenn du Cashflow aus Kryptowährungen ziehst, ist, dass du dich fragst, woher kommt dieser Cashflow? Und richtig guter Cashflow ist, wenn du den Cashflow von etwas ziehst, weil jemand anders Gebühren dafür bezahlt. Weil das bedeutet, dass das nachhaltig ist, weil diese andere Partei offensichtlich einen Nutzen aus dem Ganzen zieht. Ansonsten ist die das nicht bereit. Das heißt, es gibt ganz viele Cashflow-Modelle im Kryptobereich, die das überhaupt nicht haben. Die haben zum Beispiel das, du gibst, ähnlich wie du es jetzt beschrieben hast, Coins in einen Lock hinein, die bleiben in diesem Lock drinnen und nur weil du das gemacht hast, kriegst du mehr raus. Es ist kein Nutzen, es wird keinen Mehrwert erschaffen, das ist nichts anders als ein Schneeballsystem. Wirklich, es ist nichts anders, weil es passiert ja nichts, es entsteht ja kein Nutzen. Das heißt, die Sachen, und das sind auch die Sachen, die ausschließlich wir nur auf der Plattform bei uns anbieten, es gibt theoretisch noch viel mehr, das sind Sachen wie Staking. Staking bedeutet, du lockst die in eine Box hinein, beweist dadurch, dass du tatsächlich jemand bist und kein Computer, der nichts hat und bist dabei, diese Blöcke, die produziert werden, hilfst du mit zu produzieren, also bist sozusagen ein Blockproducer und dadurch passt es. Wenn du an dezentralen Tauschbörsen teilnimmst, dann gibst du beide Seiten der Liquidität her, also wie wenn du es jetzt mit Euro und Dollar machen würdest, wenn jemand von Euro einen Dollar will, dann brauchst du beide Seiten an Liquidität. Das machst du nicht kostenlos, du willst ja dafür eine Rendite haben und die Partei, die wechselt, ist ja okay damit, dass die eine Gebühr bezahlt und die bekommst dann wieder du. Bei all diesen Sachen, beim Verleihen von Geld, genau das Gleiche. Ich meine, niemand verleiht kostenlos Geld, sondern jeder will einen Zins dafür haben. Da macht es überall Sinn. Aber das Gefährlichste ist, wenn du sozusagen Geld irgendwo reinsteckst, es passiert nichts mit diesen Coins, gar nichts, außer dass dieses Protokoll dir einfach mehr gibt, aber grundlos. Also einfach, weil die das halt so machen, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Also das ist das Gefährlichste, was du im Markt irgendwie siehst. Also davon würde ich großen Abstand halten. Alles klar, danke dir. Ja, gerne.